Hey, was geht ab? Ich bin's wieder, dein Big Boy der Belinski, und ich zeige dir jetzt, wie du im Clubroom auf dem Tablet eine Szene fürs X32 Rack laden kannst. Für das schalten wir zuerst den Strom ein an der markierten Sicherung und dann geben wir dem X32 Rack einen kurzen Moment Zeit, bis es aufgestartet hat und sich mit dem WLAN verbunden hat. Wenn wir 2 Minuten gewartet haben, können wir zum Production Rack gehen und dann finden wir in der obersten Schublade das iPad zum Verbinden mit dem X32 Rack. Da ist wichtig, dass ihr das einmal wieder zurücklegt, damit man es auch wieder dort vorfindet, wenn man es mal sucht. Auf dem Tablet schaut ihr als erstes, dass ihr im richtigen WLAN seid. Da könnt ihr in den Einstellungen unter WLAN sehen. Das ist bei uns CR-Audio. Und wenn das stimmt, könnt ihr das App X32 Mix aufmachen. Das sollte sich eigentlich, wenn es im richtigen WLAN ist, automatisch verbinden und zeigt uns da jetzt auch an, dass die IP von unserem X32 Rack endet mit .1.71. Falls sich das nicht verbindet, könnt ihr die IP auf dem X32 Rack auch nachschauen. Habt ihr euch verbunden, dann könnt ihr da auf Scenes gehen und das Showfile laden, das ihr braucht. Wir schauen uns in diesem Fall CB2024 an für Clubbüro. Dann ziehen wir hier über und laden das Showfile. Jetzt gehen wir zu der Input Layer und die ersten 16 Kanäle sind direkt die Hardware Inputs am Pult. Das heisst, wenn ihr auf den ersten 16 Kanälen etwas wollt, könnt ihr dort direkt vorne am Rack einstecken. Die zweiten 16 Kanäle, nämlich 17 bis 32, sind so gepatcht, dass ihr dort die digitale S16-Box drauf hättet. Wenn ihr die also anschliesst, dann sind 1 bis 16 von eurer digitalen Stagebox nachher auf 17 bis 32 auf eurem X32 Rack. Die ersten 8 Kanäle vom X32 Rack sind einmal ein Stereokanal für den DJ, wo man das Hauptsignal vom DJ-Mixer draufstecken kann. Und wenn das Monitoring nicht direkt vom DJ-Mixer auf die Aktivboxen stecken will, sondern zuerst über das Pult nehmen will, sind Kanal 3 und 4 schon für das angelegt, die heissen Buff links und rechts. Die Ausgänge für die sind direkt auch schon Ausgang 1 und 2 vorne am X32 Rack. Die nächsten beiden Kanäle, 5 und 6, sind parat für Funkmikrofon. Da könnt ihr einfach den Kanal von dem Funkrack nehmen und dort auf 5 und 6 am X32 stecken. Und dann gehen die beiden Funkkanäle auch direkt schon auf 2 Effekte. Nämlich auf den Hall und auf ein Delay. Wenn wir hier auf Effekt 1 bis 4 gehen, sehen wir, sind die schon ready und angeschrieben mit Hall und Delay. Und ihr müsst einfach nur noch den Fader raufziehen, wenn ihr Hall wollt oder Delay wollt. Die letzten zwei Kanäle, 7 und 8, sind beschriftet mit Desk 2 links rechts. Für wenn ihr Leute mit Geräten habt, die irgendwie zum Beispiel noch über das Mackie-Mischpult gehen wollen, dann habt ihr dort einen zweiten Stereokanal zur Verfügung, der auf Kanal 7 und 8 direkt anliegt. Wenn wir uns jetzt die Ausgangsseite anschauen, können wir hier auf Matrix Main gehen und dann sehen wir hier unser Links-Rechts. Da gehen alle Kanäle, außer der Booth natürlich, drauf und von da wird das Signal nachher auf die einzelnen Matrizen verteilt, wo die einzelnen Lautsprechergruppen ansprechen. Da haben wir einmal Left-Right fürs ganze Links-Rechts, einmal Sub für den Bass und der fürs Front-Fill, die Matrize ist unten. Das hat den einfachen Grund, dass der DJ meistens vor der Bühne steht und das Front-Fill dann direkt auf den DJ zeigt und ihn dadurch meistens auch stört. Möchtet ihr die aber trotzdem laut machen, könnt ihr das, indem ihr hier einfach den Fader Front Fill aufziehen. Das ist die Bedienung auf dem iPad, zeigt anhand vom Showfile fürs Clubbüro 2024.